Was geht ab, meine OZ-Fighter, Osari, und heute werden wir den neuesten Dokkan-Fessel-Charakter Kid Goku showcasen. Bin echt aufgespannt, was mit ihm abgehen wird. Er sieht wirklich sehr cool aus, allein vom Artwork her. Und ich habe mir gesagt, ich finde es wirklich sehr, sehr gut, dass sie mal Dragon Ball Classic hier wirklich sehr gut gewürdigt haben mit den neuesten Charakteren. Deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass ich das Glück hatte und ihn ziehen konnte. Wir werden auch heute sein Dokkan machen, dementsprechend ist das quasi das, was wir heute machen werden, Freunde. Aber auf der einen Seite gucken wir uns erstmal alle Informationen und vielleicht zu dem Boy an. Er heißt quasi Goku Youth, also Kid Goku, passt auch, wenn ihr das so benutzen möchtet. Und zwar hat er hier folgende Stats, er hat damit keine Dupes. Mit dem Leader Skill, Freunde, gibt er den Kategorie der Dragon Ball Saga. Die richtige Übersetzung ist eigentlich Childhood Saga, so laut Dokkan Battle Wiki. Das sind quasi alle Charaktere drin, die in Gokus Kindheit am Start waren, um es kurz zu sagen. Also Dragon Ball Saga tut es auf jeden Fall auch. Diesen gibt der Ki plus 3 HP Attack und F 170%. Oder den Boys and Girls. Der Boys and Girls Kategorie Ki plus 3 HP Attack und F 150%. Ich glaube, ich habe da gestern für ein wenig Verwirrung gesorgt. Ich entschuldige mich dafür, weil ich habe die Kategorie einfach so für mich Teenies genannt. Aber das war nicht ganz richtig, weil da kamen berechtigte Fragen und da kamen Fragen wie, wieso ist dann Trunks Teen nicht drin, Gohan Teen etc. Denn die richtige Übersetzung ist Boys and Girls, also Jungen und Mädchen, es sind schon Kiddies. Also statt Teenies hätte ich eher Kiddies sagen sollen, weil Trunks und Teen beispielsweise in Dragon Ball Z haben wir gestern im Stream miteinander besprochen, danke dafür. Der war da um die 20 so und der gehört da nicht rein. Also mit Teenies war vielleicht von mir ein bisschen falsch, entschuldige mich dafür, die Verwirrung auf jeden Fall. Boys and Girls ist der richtige Name oder sagen wir von jetzt an hier für uns einfach Kiddies, die Kiddies. Alright, mit der Super Attack macht er immens Damage und hat eine Chance, eine Medium Chance, den Gegner zu stunnen. Das ist eine 30%ige Chance für 2 Runden, den Gegner zu stunnen. Die Passive, meine Damen und Herren, kennen wir allseits bereit, ist wirklich lange. Er hat konstant immer auf den Angriff und auf die Verteidigung 77%. Dann, je höher die HP ist, desto höher ist sein zusätzlicher Angriffboost. Das Maximum ist 59%. Je niedriger die HP ist, desto höher wird sein Verteidigungsboost. Das Maximum ist 59%. Dann bekommt er in jede Runde, in der er reinkommt, Ki plus 1 ohne Begrenzung und bekommt in jede Runde, in der er reinkommt, auf den Angriff und auf die Verteidigung 10%. Die Grenze ist dann hier quasi das Maximum 59% ebenso. Und zum Schluss noch, wenn die HP unter 59% sind, kann er einmalig einen kritischen Treffer landen, zu 100% garantiert. Das ist einmalig, am besten hebt man sich dann quasi auf für sein Active Skill, denn sein Active Skill kann man auch aktivieren, wenn die HP 59% oder drunter sind, einmalig pro Kampf. Diese macht Ultimate Damage, der Multiplier dafür ist 550%, und am besten hebt man dann quasi beides auf. Also man aktiviert am besten den Active Skill, also ist ja logisch, Active Skill kann man auch aktivieren, wenn die HP 59 und drunter sind, und dann kann auch einen kritischen Treffer machen. Also aktiviert dann am besten den Active Skill, damit der Active Skill auch garantiert ein Crit ist. Versteht ihr? Das wollte ich quasi sagen. Dupe System, wenn ihr Dupes für ihn habt, könnt ihr auf ihn ohne Bedenken auf Crit gehen. Maximum wäre 15 Crit, 6 Additional Attack, Level 5 Dodge. Link Skill haben wir an der Stelle, Kamehameha, Guidance of the Dragon Balls, All in the Family, sind 15% auf die Verteidigung, The Innocence, 10% auf den Angriff, Incredible Adventure, Ki plus 2, Turtle School, sollten 5000 auf Angriff und Verteidigung sein, richtig, 5500, nur 500, konstanter Boost. Und Fierce Battle, 15% auf den Angriff, Kamehameha, wenn er eine Super Attack startet, wissen wir 2500 auf den Angriff und Guidance auf den Dragon Ball, 20% auf den Angriff. Nun in Sachen Link Skill merkt man, er hat auf jeden Fall die klassischen Dragon Ball Link Skills, die Dragon Ball Saga Link Skills, zum einen Guidance of the Dragon Balls sind 20% und The Incredible Adventure sind Ki plus 2. Diese sind ganz wichtig, weil er hat kein Prepare for Battle, tralala. Heißt, man muss auf jeden Fall mit ihm, sei es in seinem eigenen Team oder in einem anderen Team, mit jemandem spielen, der zumindest diese Link Skills hat, damit sie auf jeden Fall gut gedeckt sind. Gut, natürlich, dass er 4 Battle hat, Innocence auch, wenn wir uns gleich betrachten. Aber die wichtigen Link Skills bei ihm sind auf jeden Fall Guidance of the Dragon Balls, The Innocence, The Incredible Adventure und 4 Battle natürlich. In den Kategorien ist er vertreten Low Class Warrior, Pure Saints, Goku Senior, Dragon Ball Seekers, Boys and Girls und in der Childhood Saga. Das Team um ihn herum in seinem Showcase wird heute folgendermaßen aussehen, Freunde. Wenn ihr euch die Kategorie mal anseht, da geht wirklich schon viel. So ist es nicht mit Boys and Girls und mit der Dragon Ball Saga. Werden jedenfalls, sie haben auch die neuen Free-to-Play LR Goku am Start. Free-to-Play LR Goku werde ich auch noch ein einzelnes Video machen. LR Goku und Arale sind wirklich sehr gute Charaktere. Wir werden sie heute aber nutzen. In dem einzelnen Video werde ich dann quasi nochmal zusammenfassen, wie man sie erfarmt und sie dann quasi auch separat showcasen. Aber ich werde die beiden in eine Rotation lassen. Warum? Denn sie haben die wichtigen Linkskills. Sie haben Guidance of the Dragon Ball, 20% auf den Angriff. Sie haben The Incredible Adventure, Ki plus 2 und The Innocence, 10% auf den Angriff. Diese drei Linkskills sind gedeckt.
Natürlich fehlt an dem Goku, unserem Int-Goku, Fierce Battle. Dafür werde ich dann mit Pan sorgen, denn Pan hat quasi, ist zum einen Supporterin, hat aber auch Fierce Battle am Start, die physisch Pan. Falls ihr euch fragt, wen kann man noch mit diesem Int-Goku spielen? Na, wie gesagt, am besten mit Charakteren, die eben diese zwei Links jetzt haben, Guardians of the Dragon Balls oder Incredible Adventure. Der neue Muten Roshi hat leider keinen Guardians of the Dragon Balls, hätte dafür aber Fierce Battle. Der King Demon King Piccolo ist da auf jeden Fall besser. Mit Demon King Piccolo kann man ihn gut in der Rotation spielen, weil sie haben Guardians of the Dragon Balls, Incredible Adventure und Fierce Battle. Also das kann man auf jeden Fall machen, aber mit dem Free-to-Play-Goku wird das auch funktionieren. Die andere Rotation werde ich mit Elementimus und Gohan spielen. Schwierige Rotation, sie haben nur Shocking Speed, Legendary Power, will aber einfach mal gucken, ob sie zurechtkommen, weil beide sorgen da selbstständig für Keybind drauf. Geschaut, wie das Ganze funktioniert. Physisch Pan haben wir als Supporterin am Start, LRB Pan ebenso mit ihrer Active Skill an sich rein und raus rotieren, Freunde. Dann würde ich zum einen erstmal diese Konstellation probieren und dann zum anderen vielleicht noch die Rotation mit LMITMS und Gohan ändern in Goku Jr. und Vegeta Jr., denn wenn wir uns mal die Karte hier ansehen, Freunde, sind ja quasi Boys and Girls und Childhood Saga, dann sind da schon recht interessante Charaktere dabei. Wir hätten auch zum Beispiel einen physisch Super Saiyan 3 Gotenks. Das Problem bei der Karte ist, es gibt für LR Gohan keinen gescheiten anderen, der Prepare for Battle, Super Saiyan und Fierce Battle hat. Deswegen will ich ihn mit meinem Team erstmal probieren. Zum Beispiel Issei Goten wäre geil, aber der hat kein Prepare for Battle. Was ist da los? Weil die anderen Charaktere haben kein Fierce Battle. Also mit, zum Beispiel mit dem physisch Trunks kann man ihn spielen oder den AGL Goten zur Not auch. Den LR Gohan, weil die haben immer ein Prepare for Battle Super Saiyan. Dieser Boy linkt sich auch sehr gut mit den Int Goku, aber der deckt dieselben Linkskills wie Free to Play Goku und Arale, außer dass der, glaube ich, noch Kamehameha dazu hat, aber darauf kann ich verzichten. Ansonsten hätten wir zum Beispiel noch physisch Super Saiyan 3 Gotenks. Gotenks könnte natürlich auch spielen. Problem bei Gotenks ist, er hat weder Prepare for Battle, beziehungsweise die anderen Charaktere haben keinen Fuse Fighters und Over the Flash, aber wenn die ihn zum Beispiel zusammenspielen mit einem anderen Fusion Charakter, dann funktioniert das auf jeden Fall. Ich habe mich erstmal dafür entschieden, Freunde, gehen wir erstmal in das Dokken Event rein und dann im Anschluss in noch ein anderes Showcase. Bevor wir reinspringen, Freunde, kurz die Infos zu dem Dokken Event, und zwar gibt es eine Sieha Super 2 Stage, Super Saiyan droppen 7 Medaillen. Goku hat natürlich als Dokkan feste Charakter und in seinem Dokkan eine erhöhte Verteidigung, macht gut Schaden etc. Man kennt es. Und zwar sind diese Charaktere dann diese, die das annullieren und sehr effektiven Schaden, sage ich mal, gegen Goku machen. Ansonsten, außerhalb davon, Freunde, gucken wir uns gleich an, was wir genau im Event bzw. welche Schwierigkeiten uns bevorstehen. Und zwar 77 Medaillen braucht ihr aus dem neuen, um ihn zu awaken. 35 für Piccolo, 35 für Muten Roshi. Und dann machen wir direkt weiter. Alles klar, und wir sind im Dokkan Event von dem neuesten Super Int Goku. Und perfekt, wir haben schon die Rotation, die ich wollte. Und, wie gesagt, zum Beispiel, die Sache jetzt folgendermaßen. LR Goku und Arale haben ja kein Fierce Battle. Deswegen, wenn ihr zu euch LR Gohan reinrostet oder der sich mal verlaufen hat, dann stellt auf jeden Fall Goku in die Mitte, damit er Fierce Battle noch bekommt. Das macht auf jeden Fall gut was aus. So hat er 181.000, so bekommt er, kommt er über 200.000 knapp. Und zwar gucken wir uns das Ganze mal folgendermaßen an. Ja, Arale, jetzt bin ich gespannt. Mit Arale, mit dem LR Goku und Arale will man auf jeden Fall so viele Rainbow Orb wie möglich einsammeln. Sie sorgen ja selbst für Rainbow Orb. Pro Rainbow Orb, den sie bekommen, bekommen sie Keep-Booster auf den Angriff 30%. Wenn ihr sie in den ersten Slot stellt, haben sie eine Damage Reduction knapp 3 Millionen. Ohne Support haben sie eine Damage Reduction von 30%. Wenn sie ihre Ultra Super Attack machen, erhöhen sie ihre Verteidigung greatly. 1,74 als Free-to-Play-Charakter sind sie wirklich sehr, sehr gut. Ich würde jedem empfehlen, diesen LR zu farmen. Auch Global auch. 1,64 und die Super-Attack sieht so geil aus, Freunde. Es ist einfach nur insane. Auf Global auch, denn das erste Event kam mir dazu raus, Freunde. Wie gesagt, die Tage, ich denke, das Interesse werde ich jetzt nochmal kompakt in ein Video verfassen. Alright, dann, ja, weißt du was? Vielleicht lassen wir mal. Die Sache ist, die mit Mighty Mass sind die Links jetzt ein wenig problematisch, weil. Er hat keinen Shocking Speed, aber die Sache ist die, okay, shit. Die Sache ist die, dieser, unser Goku hier an der Stelle, der bekommt ja jede Runde Keep Plus 1 selbstständig und jede Runde bekommt einfach auf den Angriff nochmal einen Boost drauf. Falls ihr euch fragt, warum sind diese Grenzen 59%? Das liegt daran, wenn mich nicht alles täuscht, an der 59, denn auf in Japanisch oder die 59, sei es jetzt 59 oder 59, wird es auf Japanisch ähnlich ausgesprochen und es hört so an, als würde man Goku sagen. Deswegen denke ich, ist es eine Anspielung darauf. Genau. Aber dieser Goku ist übertrieben gut. Freunde, unterschätzt ihn nicht. Katori sind ein wenig dieselben Charaktere, gebe ich recht. Er selbst, ich will nicht sagen, oh, guck mal hier, das ist so schön mit Pan auf jeden Fall. Aber warte mal, jetzt will ich mal mit dem keine. Nur wenige Rainbow Ops. Ah, geht nicht. Der hat gute Rainbow Ops gesorgt. Der wird ihn wahrscheinlich umhauen, nicht schlimm. Der ist wirklich gut. Unterschätzt ihn nicht. Der hat jetzt schon 355.000 einmal nur reingekommen. Auf den Angriff natürlich mit Panhard Supporter. Der ist wirklich besser als manch anderer Dokkan-feste Charakter. Wie gesagt, ja, seine Kategorien sind ähnliche Charaktere, aber ey, da hat man gute Free-to-Play-Alternativen. LRB-Pan ist Free-to-Play. LR Goku und Arale sind Free-to-Play. Und die spielt man in dem Team. Die kann man auf jeden Fall spielen. Die machen den Job
sehr gut auf jeden Fall. Das ist, sollte man nicht unterschätzen. Und er selbst als Karte. Habt ihr die Passive gelesen? Die Passive ist sowohl offensiv als auch defensiv 1A. Und zudem hat er eine Chance, den Gegner zu stunnen. Zudem hat er noch einen Active Skill. Also bei allem Respekt, mit dem haben die wirklich vieles richtig gemacht. Ich finde es sehr, sehr gut, dass nach einem Jubiläum, ich habe eigentlich gedacht, so nach einem Jubiläum, 4-jähriges Jubiläum, kommt mehr oder weniger so eine Cooldown-Phase. Da haben sie aber wirklich, also sie hätten, ich sag mal folgendes, hätten sie irgendeinen anderen Durkan-Fessel-Charakter rausgehauen, sag ich mal zum Beispiel irgendeinen Artificial Lifeform Leader, sei es jetzt einfach mal spontan gesagt, Transforming Cell oder C13, dann würde man sagen, ja okay, skip ich easy, so, der ist nicht geil oder so, keine Ahnung. Den würde nicht viel interessieren, aber dass man dann Dragon Ball Classic würdigt, in dieser Manier, ist wirklich sehr, sehr geil. Sei es von den Animationen her und so weiter und so fort, Freunde. Also, eine Sache, von den Animationen her, man merkt es, ne? Okay, jetzt hat die ihr Active Skill, okay, aber das wollen wir auch noch aufbewahren. Okay, die hat ja kein Fierce Battle, deswegen passt das, machen wir das Ganze mal so. Ja, ich habe jetzt die Rainbow nicht für Dinge gegeben, aber nicht schlimm. Von den Animationen her merkt ihr es, ne? Sei es von der S oder Active Skill, man merkt, dass dieser Goku relativ neu entwickelt wurde, sage ich mal. Denn bei den vierfachen LS Super Saiyan 4 Vegeta und LS Super Saiyan 4 Goku hat man gemerkt, die sind schon etwas älter, das merkt man einfach an Animationen. Da kann ich viele verstehen, wenn die sagen, Goku ist geiler als FIFA Goku und Vegeta, aber mit geiler beziehe ich das auf die Animationen. Aber keiner kann mir verzeihen, da müsst ihr auf jeden Fall schon noch standhaft sein oder den Tatsachen ins Auge sehen, Freunde. Keiner kann mir verzeihen, dass der Ink Goku besser als LS Super Saiyan 4 Goku und Vegeta ist, also besser overall komplett. Nee, da braucht man gar nicht anfangen. Von der Animation her kann ich jeden verstehen, aber andersrum, nee, Freunde, da müsste ich auf jeden Fall ehrlich sein. Das ist nochmal ein anderes Niveau, das ist nochmal eine andere Liga. Aber, wie gesagt, er selbst ist immens gut. Er ist wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt gucken wir, ob wir unter die 59% droppen. Wenn nach dem Event springe ich nochmal. Ich wollte auf jeden Fall das Look von Goku auch mal haben. Ein Videoformat haben wir abgedeckt. Danach würde ich gerne in ein Event noch reinspringen, wo wir über den Typenvorteil haben. Wenn das Freeze-Event zum Beispiel online ist, dann gehe ich da rein. Und dann bin ich mal drauf geschaut, was er dann noch drauf haben wird. Ihr könnt mich aber jetzt schon mal wissen lassen, Freunde, was ihr von dem Goku haltet. Ich bin einfach überwältigt von ihm. Man muss ihn richtig spielen, so ist nicht. Aber wie gesagt, es gibt einfach eine LR-Free-to-Play-Version, mit dem ihr ihn in der Rotation halten könnt. Und beide sind immens gut. Da muss man dann quasi keine Sorgen haben, dass man keinen Partner für ihn zieht, weil es gibt eine Free-to-Play-Version, Freunde, also und dieser ist ein Elle und der ist auch sehr gut. Jetzt haben wir den Active Skill, wir sind unter 59% und somit haben wir auch unseren gratierten Crit und deswegen könnt ihr vielleicht gleich laut sein, ich werde gleich den Ton anmachen, deswegen aktiviert ihr am besten den Active Skill, damit dieser Active Skill einen Crit bekommt. Let's go, gucken wir mal, wie das Ganze verläuft. Und zwar, wie gesagt, könnte vielleicht ein wenig laut werden. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, Freunde. Einmal hier hochziehen. So geil gemacht. Es ist so genial einfach. Bam. Es ist einfach so genial, Freunde. Es ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich, was sie mit ihm gemacht haben. Die Active-Animation sieht so geil aus, verdammt nochmal. Und der andere da hinten hätte auch noch sein Active, aber egal, da pfeifen wir drauf. Wir lassen das Ganze mal beenden. Wie gesagt, danach spielen wir noch ganz schnell ein anderes Event. Und genau, dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder. Und jetzt achte ich mal mehr drauf, dass wir auf jeden Fall mal auch nicht auf den Active spielen, sondern auch mal gucken, ob der hier... Warte mal, der hat auch gekrittet. Freunde, warte mal, ich war am Ende ganz kurz verwirrt, weil er hat auch gekrittet. Meiner hatte keinen Crit, aber das liegt ein Logo auf der Passive. Denn die Passive besagt, er kann, wenn die HP 59% und drunter liegen, dann kann er in dieser Runde oder einmal pro Kampf, besser gesagt, kritten. Dann ist jeder Angriff von ihm ein Crit. Und deswegen ist es natürlich immer noch gut, wenn ihr davor den Active Skill aktiviert. Denn der Active Skill, das heißt ja nicht, dass er nur, dass sein erster Angriff krittet, sondern dass er in dieser ganz kompletten Runde krittet und deswegen tut auch jeder Angriff darauf kritten. So gut ist er dann der Stelle dann mit der Passive von dem Active Skill. Genau, jetzt seht ihr was, einfach, was ich meine. Und zwar das hier, perfekt. Wir haben Full HP, heißt wir haben quasi auch unseren höchsten Angriffboost. Es sind natürlich noch nicht so viele Runden vergangen, also den anderen Part haben wir jetzt noch nicht erreicht, aber will trotzdem mal gerne sehen. Aurelio, was ist das? Chill du erstmal eine Weile. Und will trotzdem mal gerne sehen, wie das Ganze jetzt mit Support Aspekt ist, weil er hat jetzt auch Fierce Battle, wie viel er rankommt, aber vergiss nicht, das ist noch nicht sein höchster Angriffboost durch die Passive, weil es sind noch nicht so viele Runden vergangen. Aber 1,9, also 2 Millionen knackt er auf jeden Fall, wenn er seine
Als all ohne Dupes knappt er, wenn er nicht seine kompletten. Oder wie, wenn er seine komplette Passive hat. Weil jedes Mal, wenn er reinkommt, bekommt er noch Attack und F 10% drauf. Maximum ist 59%. Heißt, er müsste schon 6-mal reinkommen dafür. Maximal. Aber ja, ich meine, wenn es passiert, dann passiert es halt. Gut, jetzt haben wir von Vegeta eigentlich was gut was gesehen, aber egal, also mal weiter. Vegeta Junior weiter draufhauen. Bipan, ja, die kommt wahrscheinlich nicht zum Angriff, aber nicht schlimm. Mit Bipans Passive würde ich das Ganze noch gerne sehen, wie das sich auswirkt, weil er hat die Attack und F 70% schon von Start auf. Heißt, ihr Boost wird da ein bisschen höher sein. Und genau, da bin ich auf jeden Fall drauf gespannt, wie das noch sein wird, Freunde. Ich hoffe, wie gesagt, das Ganze hat euch bis jetzt schon gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir ganz gerne ein Like geben, falls ihr neu hier seid, Freunde. Jede Unterstützung zählt auf jeden Fall. Ich bin über jede sehr dankbar. Könnt ihr dem gerne auch ein Abo geben. Aber, genau, jetzt haben wir die beide am Start und wir hatten den Friend länger drin. Ich lasse mal den Friend drin, weil der war länger drin jetzt als meiner. Und mit dem Free-to-Play Goku Arale wird ihr so viele Rainbow Orbs wie möglich einsammeln. Und heißt, gegen Golden Freezer spätestens sollten wir dann quasi noch reinbekommen und dann sehen 1-5. So, ja, ihr merkt schon, hier fehlt halt vieles Battle, aber deswegen ist es umso wichtiger, wenn ihr Rotationscharaktere habt, die vieles Battle haben. Und physisch Pan macht ihren Job sehr gut, also sie ist auch ein Supporter. Ich denke, 35% glaube ich, sollte es für jedermann sein. Guck gleich nach, oder 30 im Endeffekt. Die Animation von dem Free-to-Play ist auch sehr nice. Tanken tun die sehr gut, Freunde, nach ihrem Ultra-Super-Tank. Ist auf jeden Fall genial. Da merkt ihr aber schon, seht ihr, meiner war glaube ich einmal mehr drin, der hatte 1,5 auf dem Radar. Der Friend meine ich, der Friend. Jetzt kommen wir zu Golden Freezy. Und zwar müssen wir, ja perfekt, danach bekommen wir Bipan in die andere Rotation rein. Heißt, wir haben dann auch diesen Teil gedeckt. Physisch Pan, wie gesagt, die Lady gibt hier 30% Attack und F. Okay, wenn die HP 30% und drüber sind, gibt sie Attack und F für jedermann 30. Aber wenn sie zuvor angreift, gibt sie auch mit ihrer Super Attack einen Boost für die folgenden Super Class Verbündeten. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an, wie das hier verlaufen wird. Wir sind leider nicht voll HP. Ich hätte mich vielleicht. Vielleicht hätte ich heilen sollen und King Yama oder so einfach aktivieren sollen. Damit wir voll HP reingehen in die Runde. Weil das macht ja auch 10. Der hat das sehr gut getankt. Das macht ja auch was aus. Ja, mein Fehler. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ich hoffe, das passt. Ist nicht allzu schlimm. Oh, bitte sag mir jetzt nicht, dass du Pan ultest. Wenn ja, Pan, ich habe dir ein bisschen Dodge gegeben. Würden sie das bitte dodgen? Wäre das im Machbaren? Ja. My lady. Jetzt aber. Ja, okay, jetzt haben wir Logo, kein Fierce Battle. Aber wir haben jetzt den Support-Aspekt von Pan, Bipan. Gucken wir uns das Ganze mal an. Und dann... Wir haben jetzt natürlich nicht unseren Active Skill, weil wir nicht unter 59% sind, aber mir geht es einfach darum, zu schauen wegen seinem Angriffsstats, auf was sie da kommen. Ich glaube, der war auch noch nicht 6-mal drin. 2,1, Freunde. Free Duke natürlich mit Pan als Supporterin, aber mit der Physisch Pan würde der auch auf 2 Millionen kommen, weil da noch vieles Battle dabei wäre. Also mit dem Charakter bin ich mehr als zufrieden. Und ganz ehrlich, da würde sogar, also man musste nicht unbedingt mal Dupes für ihn handeln, weil er, okay, er ist ein In-Charakter, Level 5 Dodge, aber durch die Pass hat er Crit für die eine Runde mit dem Actis und mit seiner Super Attack dann quasi an der Stelle. Das ist, also auch ohne Dupe ist er wirklich sehr, sehr gut, Freunde. Ich hoffe, das ganze Show ist um ihn herum und sein Dokument hat euch dementsprechend gefallen. Und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.